So, liebe Freunde, Zimis Grätsche auf Abwägen werden jetzt wieder alle denken und sagen, sag mal, ist der jetzt völlig verrückt? Was macht denn der bitte schön in Aue? Erstens, in 14 Tagen spielt Dynamo Dresden in Aue. Zweitens, einer, der bei Dynamo Dresden auch mal seine Gesundheit fast aufs Spiel gesetzt hat, Pascal Testroth, der kriegt jetzt hoffentlich ein ganz gesundes zweites Baby. Da lohnt es sich reinzugucken. Drittens, wenn du in Aue sitzt, sind immer Dresdner. Erstaunlich, oder? Und irgendwie schlägt das Herz doch für diese Mannschaft, die es wieder nicht geschafft hat, einen Sieg einzufahren. Leute, 2-0 Führung in Bochum, das hatten wir doch schon alles mal. Und am Ende ging es nach hinten los und diesmal fast wieder. Es muss doch mal irgendwie gelingen, dass man einen 2-0 Vorsprung, Jeremie von Kone die Torschützen, dass man den nach Hause bringt, so einen Lappen. Kann da wohl nicht wahr sein. Nützt alles nicht, guckt es euch trotzdem an, denn da gibt es noch einen ganz ganz interessanten Mann, Miki Stevic, der Erste, der übrigens aus der Schweiz nach Dresden gekommen ist, damals als Dresden die erste Bundesliga spielte. Miki Stevic mit der Traumelf, mit Piotr Nowak, mit Olaf Marschall, als der dicke Otto noch da war. Und der hängt sich jetzt an den Präsidenten, an Helge Leonhardt. Guckt's euch an. Eigentlich so nach dem Spiel mitgekriegt? Ich habe gerade das Tor von Musa gesehen. Super Konter, super abgeschlossen. Musa findet gerade extrem zur alter Stärke zurück. Ja. Freut mich richtig für den Jungen. Hatte, glaube ich, auch eine schwierige Zeit. Ja, Dynamo ist immer gefährlich. Dynamo ist immer gut. Wir haben noch 2 Wochen Zeit. Wir haben jetzt erstmal ein ganz, ganz schweres Auswärtsspiel in Hamburg. Aber dann, ein grandioses Derby. Warst du eigentlich damals auch schon mit dabei? Ja, ich glaube schon, wo immer mit 2-3 Toren in Bochum geführt hat und am Ende ging das noch schief. War ja heute praktisch dasselbe in Bochum. Ja. Ne? Dynamo führt mit 2-0, Jeremejew und Kone und am Ende 2-2. Und in der Verlängerung, 5 Minuten auch Nachspielzeit, ging es drunter und drüber, haben sie gerade so sich gerettet. Ja, aber ich war noch nicht dabei. Damals also warst du noch nicht dabei? Ich habe mit Dynamo noch nicht in Bochum gespielt. Mit Neuhaus warst du damals noch nicht dabei? Nee. Dann war das vor 3 Jahren. Ja, das kann sein. Da warst du noch nicht da. Oder ich war verletzt. Kann das oder da sein in dem verletzt. Jahr, wo ich das verletzt war? Das war ein Freitagabendspiel. Wo ich einen Kreuzbandriss hatte. Ja, gut. Sehr ärgerlich. Bochum hat extreme Nehmerqualitäten zurzeit. Haben es gegen Wiesbaden schon gedreht, jetzt gegen Dynamo. Aber auch Dynamo. Sehr, 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 sehr torgefährlich. Die ist ja letzte Woche 3 gemacht gegen Pauli. Jetzt wieder 2. Nach 0-3. Ne? Jetzt Spiel wieder 2. Also. Ja. Super Truppe, muss man ganz klar sagen. Super Truppe. Sehr, sehr schweres Spiel. Sehr, sehr schönes Spiel. Das heißt, wir freuen uns alle drauf. Sowohl Aue, die jetzt Höhenflüge haben. Der Steiger geht nicht nach unten mehr, der geht nach oben. Ne? Der Steiger kommt. Ja? Und wir kommen aus der Tiefe. Und Dynamo, die haben also nichts mit dem Abstieg. Kann man das jetzt schon sagen? Das ist schwierig zu sagen. Schwierig, ne? Wir haben 6 Spiele. Aber ich gehe davon aus, weil beide Mannschaften sehr viel Qualität haben. Und mehr Qualität als viele andere Mannschaften. Und ich glaube auch mit ihren Fans im Rücken immer ein Mann mehr sind. Und ich glaube an beide Mannschaften. Ich bin Fan von beiden Mannschaften, muss man ganz klar sagen. Und ich gönne beiden Mannschaften nur das Beste. Und wir wollen hier viele Spiele gewinnen. Aber ich freue mich auch für oder mit Dynamo mit, wenn sie viele Spiele gewinnen. Paco, und jetzt gucke ich hier rein. Sie hält das ganz fest, weil ich natürlich eines will, dir nicht im Voraus, aber alles Gute zu wünschen. Es ist für mich ganz stark, dass deine Frau heute das Ganze, den ganzen Wahnsinn, auch noch kurz vor der Entbindung über die Bühne gebracht hat. Denn aufregend war es ja nun wirklich. Ja, definitiv. Ja, meine Frau unterstützt mich immer. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt diese Woche mit allen Kräften, die ich habe, unterstützen kann. Ich glaube, es ist sehr, sehr anstrengend für eine Frau, eine Geburt. Und ich hoffe, der Mann hat Spaß, bei der Frau ist anstrengend, was? Ja, es ist nun mal so. Ich hoffe, ich kann sie sehr, sehr gut unterstützen und dass diese Woche unsere zweite Tochter zur Welt kommt. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich weiß eins, die Dynamo-Fans werden dich wahrscheinlich überschütten mit Glückwünschen. Ja, das denke ich auch. Es ist doch unfassbar, es gibt Menschen, Miki Stevic, der 1992 zu Dynamo Dresden gewechselt ist. Er ist der Ausländer. Ja, klar. Er ist der Ausländer. Der von Zürich kam. Richtig. Und zwar von Grasshoppers. Ich war
Zuerst bei Dynamo, dann Grasshopper und dann wieder zurück. Siehst du? Bei Ziegenbad wollte er nie Ruhe lassen. Er wollte mich unbedingt haben. Und das war doch deine schönste Zeit im Leben, Dynamo Dresden, oder? Das war sehr schöne Zeit. Weil es ging nicht emotional. Nee, das war eine sehr schöne Zeit. Mein Sohn ist geboren da und ja, viele, viele Gründe, um das als schöne Zeit zu nennen. Dann kam aber der dicke Otto. Und hat vieles kaputt gemacht oder fast alles. So, und jetzt ist Dynamo Dresden mit Aue auf einer Wiese wieder, ne, auf einer Spielwiese in der zweiten Liga. Und du tauchst auf einmal hier in Aue auf. Ich nehme an, weil dich Dynamo Dresden geschickt hat, um rauszukriegen, wie stark Aue ist, in 14 Tagen ist Derby, oder? Nein, du liegst falsch. Ich lieg wieder mal falsch. Es ist nicht Neues. Nee, das kann ich nicht sagen. Ich habe gute Erfahrung auch mit dir sogar. Ja, ja, ja. Was machst du hier in Aue? Du wirst ja schließlich die Kastanien sammeln. Ich verstehe mich sehr gut mit Aue Boss, mit Helge. Mit dem Paten. Mit dem Paten, ja. Patron. Aber den Patron. Er ist der beste Präsident in aller Ligen. An was machst du das fest? Auf mein Bauchgefühl. Auf dein Bauchgefühl? Du hast doch gar keinen Bauch. Ja, doch. Wie alt bist du jetzt, 50? Genug. 50 im Januar werde ich. Siehst du. Und machst jetzt ein Spielervermittlung so? Ja, ich kommentiere im Fernsehen. Ich mache kommentierst du im Fernsehen? Wo? Ja, und bei der Sohn war ich lange Zeit. Hey, da muss ich mir das ja auch noch kaufen. Das brauchst du nicht. In deinem Alter braucht man das. Du, Vicky, es ist jedenfalls eine Riesengeschichte gewesen. Wir sehen uns bestimmt auch. Der nächste Heimspiel ist gegen Dynamo dann. Genau so ist es. Da sehen wir uns wieder. Micky Stavic, er ist nicht älter geworden. Auf der Tribüne guckst du dann nach unten und guckst immer, wie es bei Dynamo steht? Ja, zwischendurch kommt ja der Stand, ja. Das ist ja das Gute. Ja. 1-0 für Dynamo. 2-0 und dann, ja. Und dann zum Schluss. Jeremejev, Kone. Ja, ich hab's gesehen. Das auf einmal 2-2, ja, dann ging es richtig drunter und drüber. Mhm, genau. Ist das Dynamos typische Nummer? Na, eigentlich nicht, aber man hat sie ja letzte Woche gesehen. Haben sie ja das ganze Spiel noch gerissen, ne? Nach 0-3. Ist verrückt, schon, oder? Es ist schon verrückt. Aber ich bin trotzdem stolz auf der Truppe. Auch auf Lila. Genau, wollte ich jetzt gerade sagen. Deshalb ist er da. Jetzt hat er gerade hier das große Ding gemacht. Schade drum, hast du gesagt. Was schade drum? Das ist noch 2-2 erst. Ja. Ja, warum? Weshalb? Wieso? Du musst doch als Aue sagen, Mensch, das wäre doch schön, wenn wir richtig hier zwischen Dresden und Aue einen Abstand bringen würden. Stimmt, aber bei aller Rivalität sage ich immer, normal müsste Dresden zu Hause gewinnen, 3 Punkte. Aue müsste heim gewinnen, jeder 3 Punkte. Zweimal unentschieden, jeder 2 Punkte. Nützt niemandem was. Siehste. Das hat bis jetzt überhaupt noch keiner ganz auf die Reihe gebracht. Formel, ne? Ganz einfach. Und ein volles Stadion. Bei jedem Derby volles Stadion. Aber so einfach, glaube ich, geht es nie, wie das Fan-Denken ist. Ja. Weil du hast ja auf dem Platz immer noch A, 11 Spieler plus 11 Spieler, wenn sie durchspielen. Ne? Heute waren es ja plus 10 dann noch zum Schluss. Dann hast du komischerweise Schiedsrichter. Linienrichter. Dann hast du Linienrichter. Und in Köln. Es ist nicht so einfach. Das war ziemlich Grätsche, direkt aus Aue, 14 Tage vom Spiel. Dynamo nur 2-2 in Bochum, nach 2-0 Führung. Jeremejev und Kone. Ja, und Aue, der Steiger kommt. Aber der geht nach oben, nicht nach unten, immer nach oben, nach oben. Es wird eine ganz heiße Kiste in 14 Tagen. Freut euch drauf, diese Kiste von Zimis Grätsche war einmal eine Grätsche auf Abwägen. Macht ja nichts mehr.